eine Live-Reaction mit der Twitch-Community auf mein aktuelles Video. Servus Leute, Vlog Nummer 4 ist am Start hier. Ich trage die Sonnenbrille nicht aus einer gewissen Coolheit heraus. Wohl doch, nein. Die Sonne scheint mir wirklich arg in die Birne. Es ist Donnerstag, die Sonne scheint, ich bin im Garten. Heute ist das hier mein Homeoffice-Platz. Ich werde nämlich von hier aus jetzt die aktuelle Folge für CFN24 schneiden. Da nehme ich euch mal ein bisschen mit. Dann haben wir heute noch ein bisschen Poolparty wahrscheinlich. Habe ich gestern aufgebaut hier das Ding. Und dann geht es heute Abend um 17 Uhr in die Class. Da nehme ich euch wieder mit. Und dann habt ihr wieder einen Einblick in das Leben eines Crossfitters. Also nicht in mein Leben. Ich bin ja kein Crossfitter mehr. Ich bin ja YouTuber. Ja, bleibt auf dem Kanal. Abonniert den Kanal. Ihr wisst Bescheid. Jetzt auch mal draufklicken hier auf den gelben Bratan. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Gut, also Leute, das ist so mein Arbeitsbereich jetzt gerade. Laptop. Ich mache alles über einen Laptop. Meine allerersten Folgen habe ich auf diesem Ding her gemacht. Wirklich gefilmt und geschnitten auf dem Handy. Ich weiß noch, wie ich da die ersten Leute informiert habe, dass ich auf dem Handy schneide. Die konnten das gar nicht glauben. Ich meine, die Qualität war auch eine andere. Wenn man sich die ersten Videos anguckt, das wird immer besser gerade. Aber auch da bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Ich muss mir unbedingt, eigentlich muss ich mir einen richtigen PC anschaffen und ein richtiges Set, so was Mikrofon und so angeht. Auch die Cam, die jetzt gerade hier das hier filmt, ist eine Sony RX 100. Das ist klingt erstmal, wow, das ist eine gute Cam, die Leute, die sich auskennen, aber das ist halt die zweite Edition und mittlerweile gibt es, glaube ich, Edition 7 oder so. Also ist ein sehr altes Modell. Da ist auch noch nicht die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen. Also ziemlich Balkan-Style. Ansonsten, ja, wir haben jetzt Folge CFN 24 gestern abgedreht. Bin jetzt beim Schneiden und nehme ich euch mal mit. In dem Prozess würde ich dann sagen, ganz kurz, ganz grob angeschnitten. So, jetzt haben wir noch ein bisschen gefuttert. Das ist der allerletzte Prozess eigentlich, was die Videobearbeitung angeht, und zwar Rendern. Das bedeutet, wir werden nochmal die ganzen Dateien, ihr seht jetzt auch verschiedene Spuren, ne? Hier oben zum Beispiel eine Bilddatei, da ist noch ein Bild und da sind Tonspuren und so weiter. Das muss jetzt gerendert werden. Das ist der Prozess. Wenn ich jetzt hier drauf drücke auf Freigeben, dann kann ich hier exportieren und jetzt rendert er das Ganze. Es geht hier relativ zügig, geht jetzt ins 3 Minuten, 2 Minuten 30, dann ist eine 10 Minuten Datei gerendert. Das heißt, dann ist sie komplett abspielbereit als MP4-Datei in einer 1080p Auflösung für alle Freaks unter euch. Ihr wisst, der Bratan, der weiß Bescheid. Na gut, das ist absolutes Basiswissen wahrscheinlich. Da ist der Pool, die Kids und die Family sind ready. Ich werde jetzt ein bisschen reinjumpen. Yes, nach dem Rendern des Videos, dann habe ich ja die fertige Datei und die kann ich dann so hochladen auf YouTube. Das dauert auch nochmal, so habe ich so 20 bis 30 Minuten. Dann ist die Datei komplett oben. Dann setze ich noch einen kleinen Text drunter. Mache das Thumbnail, das ist das Bild übrigens, was ihr immer seht, bevor ihr euch das Video angeguckt habt, das ist das Thumbnail, mega wichtig wohl, deswegen gebe ich mir da immer wieder auch ein bisschen Mühe, dass das auch ein bisschen schick aussieht. Dann haben wir heute eine neue News-Folge hochgeladen, ich bin zufrieden, gehen wir gleich zur Arbeit, da sind noch ein paar nette Menschen auf jeden Fall, bis gleich in der Box. So, den absoluten Dragan-Move macht man, wenn man um 5:30 arbeiten muss und 4:45 losfährt. Let's go. Das ist irgendwann mal echt keine lustige Nummer mehr mit mir. Also an alle zukünftigen Arbeitgeber, stellt mich bloß nicht ein mit einer festen Arbeitszeit. Das wird nicht funktionieren, das wisst ihr alle. So, die beiden hier, die Owner, meine Chefs hier, Tim und Pete. Ne, der eine ist der Jurassic Park Regisseur und der andere hier der Systemmensch. Die sagen mir gar keine Uhrzeit mehr. Und wenn sie beide sagen, dann verarschen die mich. Dann sagen die mal 5:30 zum Meeting. Und dann ist das Meeting aber für 7. Wir planen schon eine Pufferzeit ein. So schlimm ist es mit mir. Also jetzt geht's in die Box. Dann ein bisschen Sport gemacht hoffentlich. Ansonsten gearbeitet. So ein Mix bei mir, ein Hybrid. Ihr wisst Bescheid. Ich fahre ein und ich bin einer. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Das ist die Security-Plattform. Da ist mein Chef neben mir. Chef, alles klar? Ja, sicher. Was denn du hast? Soll ich was zu trinken? Ja, bitte. Ich hätte gerne einen Kaffee. Das hat er echt mal ja gesagt. Ja, scheiße. Ein Kaffee mit Milch und Zucker. Elena, der möchte was trinken, der Chef. Jetzt hol dir mal was. Scheiße, jetzt hat sie auch noch frei. Wer hat dir frei gegeben, ey? Du hast dir frei gegeben. Ja, was wolltest du trinken? Einen Kaffee mit Milch und Zucker. Wir sind hier oben. Wir streamen gerade ein bisschen live. Wir sind gerade wirklich live hier mit den Menschen. Im Internet. Wie viele Leute sind da live? Du schon 28. Und das ist nur ein Just Chatting, ne? Nennt man das ja. Ich bin ja schon getwitcht, wie ihr seht. Ich kenne die Begriffe mittlerweile. Jetzt guckt euch mal das hier an, bitte. Das ist die Location hier oben. Wir haben Monitor 1, 2, 3.
dann ein Mischpult. Willst du einmal auf den Knopf drücken, Tim? Guck mal hier, da bewegen sich die Knöpfe von allein. Boah. Dann haben wir hier noch einen Monitor. Dort wird nämlich diese Couch da hinten einmal gestreamt. Da kann man quasi sich Interviews geben. Da werde ich mich auch irgendwann mal platzieren und ein Interview geben. Also so läuft das dann hier. Ich habe euch ja erzählt, ich nehme euch mal mit hier nach oben. Von hier oben streamen wir, wenn wir zum Beispiel jetzt auch mal ein Early Bird, also so ein Morgens-Class reinnehmen oder ein 10 Uhr-Class. Und ganz wichtig, ich habe es auch schon gerade in der CFN24 erwähnt, Samstagabend gibt es hier Events. Alle anderen müssen ja gerade eventmäßig, müssen die cutten, dürfen nichts veranstalten. Wir denken uns, aber online dürft ihr uns ja nichts. Ne? Und so machen wir gerade online einiges, machen wir gerade da an Events. Das heißt, wir haben ja Sport, Spaß und Abenteuer. Und vor allem das Wichtige ist, Zuschauer. Zuschauer, ganz viele. Wir waren, glaube ich, am Wochenende jetzt bis zu 800 oder was war das? Ja. Natürlich auch da Support von den Leuten aus Take. Schönen Gruß an der Stelle. Die supporten uns da. Das ist eine eigene Community nochmal, aber die switchen und hosten dann quasi rüber auf unseren Kanal. Und wir haben dann zwischenzeitlich 800 Leute, die live zuschauen, was wir hier in der Box machen. Ziemlich geil. Ja, das ist so ein Produkt, das hat sich ist entstanden durch Corona. Ganz krass. Die hat meisten angefangen mit einem Laptop. Eine Idee von deiner Seite ja. Und eine Webcam. Gut, dass du das sagst. Ich habe es ja fast vergessen, aber ich erwähne ja gerne nur meine Ideen. Meine Idee war es, live zu streamen. Wir hatten diverse Ideen, was wir machen wollten. Und weil viele ja diesen Zoom-Call gemacht haben, diese Zoom-Chats, haben wir dann gesagt, lass uns doch mal live gehen. Dann haben wir YouTube gemacht und das war echt von der Qualität her. Also im Vergleich zu heute war das so, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Sendung jetzt gerade guckt und dann vergleicht ihr das jetzt mit dem Star Wars Film. Die erste Woche, glaube ich, war richtig cringe und es wurde immer besser. Wir haben uns neue Cams besorgt, neue Mikrofone, neue Sachen und so weiter. Setup verändert und dann auf Twitch gegangen. Und seitdem sind wir auf Twitch jetzt, glaube ich, seit, kann man das genau sagen? Was ist eigentlich Startpunkt Twitch? Sieben Wochen bei Twitch und haben da jetzt 600 Follower und diverse Subscriber. Ich glaube bei 300. Subscriber sind sogar die Menschen, die noch Kohle zahlen, damit die noch einen gewissen Special haben, ein Emoji und so weiter. Das ist nochmal so ein Special, um uns auch gut zu supporten, auch kohlemäßig. Klar, Corona hat uns auf jeden Fall auch da übelst in den Piep gefickt. Wir haben ja sogar heute Abend noch ein Probetraining, habe ich ja schon gesagt, der Morpheus. Ihr werdet ihn gleich hier erleben. Der gute Kollege ist eigentlich mit der Top 3 Fan eigentlich. Ne? Morpheus ist Platz 2. Platz 2 Morpheus. Mit 58 gedonateten Subs. Der Seppelfub, der ist Platz 1. Mit dem müssen wir mal. Den schnappe ich mir auch noch mal vor, so einer Vlogcam. Was ihn eigentlich motiviert, uns so stark zu supporten und hat da irgendwie 70 Subs rausgehauen. 70 Subs? 72. 72 Subs. Also ein Sub ist ein Abo. Den hat er verschenkt an. Ja, willkürlich teilweise, einfach an Leute, die gerade im Chat sind und der gesehen hat, okay, die trauen sich noch nicht. Dann hat der Seppelfub gesagt, komm, ich drücke hier auf Abo verschenken. Dann hat er einen rausgehauen. 72 Mal. Krass. Richtig Start. Krasse Nummer. Und da würde ich ihn gerne mal. Nächste Woche Urlaub. Dann werde ich mir den mal packen und dann werde ich ihn mal vor die Linse holen, was ihn da so motiviert, warum er uns so cool findet und was so seine Pläne sind. Ja. So, jetzt bin ich hier von hier oben. Ich gehe gleich ein bisschen runter. Guck mal, hier unten wird Sport gemacht. Der Pete ist da hinten. Ich habe da hinten ein Probetraining, aber ist das zweite Mal schon hier. Der ist schon involviert in the process. Machen wir gleich noch Ding fest hier, damit der fest in der Community drin ist. Und dann würde ich sagen, bring ich dir erstmal deinen Kaffee. Als ob das passieren würde. Wenn ihr sehen wollt, ob ich dem Tim einen Kaffee bringe, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, es ist geschehen. Wir hatten jetzt hier noch eine zwischenzeitliche Wette laufen. Wenn wir auf 10 Euro Donation kommen, muss ich dem Tim einen Kaffee holen. Und wir haben es geschafft. Wir haben jetzt da unten, seht ihr, 11 Euro zusammen. Ziel ist 500. Für 500, dann werde ich die Kaffeemaschine nochmal entkalken. So, bringen wir dem Chef doch einen Kaffee. Oh, der ist gut. Ich mache nie wieder einen Kaffee für den Schuh. Schweren. Piet macht die Class heute, Elena frei. Schönen Gruß, Brate. Aber da haben wir ja schon die ganzen Athleten. Hier die Moni. Und der hier, Kollege, ist mein Probetraining. Morpheus, unser Twitch-Fan und Supporter. Schönen Gruß an Markus. Guck mal, hier ist er. Willkommen zu meinem Vlog, Bro. Ziemlich feiner Dude, richtig, richtig lieber Kerl, Funzkerl. Kommt jetzt. Buck Furpies. War erstes Probetraining und er hat sich schon so ein Shirt besorgt. Weil mein Bro hier, der Marv, der arbeitet gerade, den werden wir ein bisschen begleiten.
sportlich ist er, Maschine, seht, den 88er Bizeps am Start. Film mal das Ganze mal ein bisschen. Wenn ich schon keinen Sport machen kann, dafür mein Bro. Let's go. Starker Typ, guter Bro, hat auf jeden Fall einen Plan. Muss mal abchecken, beziehungsweise da gibt es nichts abzuchecken. Der Typ läuft inkognito durch die Online-Welt. Muss man akzeptieren. Echt starke Maschine, auch wenn er die ein oder anderen Defizite hat. Ich will jetzt nicht über Seilspringen oder so reden, aber damit anders muss man nochmal üben, Bro. Kommen wir mal zu meinem Probetraining, der Markus. Der Twitch-Name ist Morpheus, real name ist Markus. Schön ordentlich, Markus, ne? Nicht, dass da noch irgendwas übrig bleibt an Viren oder so. Oh nein! Oh nein, sagt er. Nice, wie war das Workout für dich? Super. Spaß gemacht? Ja. Musst du jetzt nicht sagen vor Kamera. Ach so, okay. Ach so, okay. Voll scheiße. Voll scheiße. Hat Spaß gemacht, war okay. Okay. Erstes Probetraining bei uns. Habt uns jetzt über 7 Wochen lang eigentlich komplett begleitet über Twitch und kam wirklich durch Twitch auf CrossFit Krefeld. Das ist eine crazy Nummer. Deswegen. So verabschieden wir übrigens unsere Class. Der Pete macht das immer hier im Tap-Tap. Und Elena macht wup, wup. Und Raga macht irgendwie. Verpisst euch von der Tür. Cool, heute war ich ein bisschen mehr oben. Ich hab mir das anders vorgestellt heute. Ich dachte mir, ich müsste ein bisschen mehr hier tun, aber hat der Pete übernommen. Ich war oben ein bisschen, ist ja auch Arbeitszeit, da oben mit der Twitch-Community ein bisschen abzuhängen und den einen oder anderen Lacher zu bringen. Dann bin ich ja bekannt. Der Mann hier, der ist auch ein guter Mann hier. Der hier, müssen wir abchecken. Maximilian SCH. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Grüße gehen raus, ja? Grüße gehen raus, sagt er. Den nehmen wir nochmal separat voran. Der ist so ein Sugar Daddy ist das. Warum? Müsste man bei WhatsApp abchecken. Ich versuche das Bild ja mal einzublenden. Der läuft im Supermarkt so mit Kinderspielzeug rum, damit die Frauen immer denken, oh, guck mal, süß. Der hat Kinderspielzeug, der hat schon viele Kinder, süß. Aber checkt er die ganzen Dings nur ab, ne? Bro, hau rein. Das hier übrigens ist M05i. Der Mosi, der ist der Admin von unserem Twitch-Kanal. Komme ich auch noch zu. Lange Historie hier, schon lange bei uns, kam von den Ravens und jetzt hier bei uns bei CrossFit Krefeld gelandet und hat sich durch dieses Twitch-Ding nochmal so neu gefunden und nochmal neu sortiert wahrscheinlich, weil er jetzt voll Übelgas gibt, kommt häufig hierher, macht Sport und gibt ordentlich Gas auf Twitch. Vielen Dank, Mosi, an der Stelle. Hat uns auf jeden Fall viel Skills mitgebracht. Genau. Starker Mann, hat auf jeden Fall einen Plan von Twitch. In 15 Minuten geht meine News-Sendung online. Heute mal um 21 Uhr, bewusst mal eine späte Uhrzeit gewählt. Das Wetter war heute schön. Ich gehe mal davon aus, dass Leute einfach nicht zu Hause sind. Und deswegen einmal mal ein bisschen später. Ich habe auch keine feste Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, eine feste Uhrzeit einzuplanen oder einfach ein bisschen Freestyle. Definitiv, die Tage sind fix. Donnerstag, CFN24. Sonntags, der Vlog immer. Ich zeige euch gleich mal den Prozess kurz bevor oder kurz nach Dropping des Videos, was ich so machen muss, damit das auch viele Leute sehen. So, Leute, jetzt nehme ich euch mal mit auf meine Reise hier. Wir sind in 3 Minuten online mit meiner News-Sendung und das sind oftmals stressige Minuten für mich. Zumindest habe ich keine andere Option für mich bis jetzt gefunden. Es geht nämlich darum, ich habe ein Video, was in 3 Minuten online geht und jetzt muss ich gucken, dass viele Menschen davon erfahren. Ich habe immer eine andere Uhrzeit, habe ich gerade schon erwähnt. Das heißt, ich habe einen Facebook-Kanal, der mein privater Kanal mal war, den habe ich jetzt ein bisschen auf Bratan geswitcht, zumindest das Titelbild ein bisschen angepasst und so. Und dann habe ich meinen Instagram-Kanal privat, Dragan Krefeld, könnt ihr mal abchecken gerne, abonnieren natürlich auch. Und mein Bratan TV, der läuft nicht so gut, da mache ich aber auch eigentlich nur die Thumbnails rein und dass ich einen eigenen Kanal so habe. Und darüber promote ich meine Videos. So, eigentlich wollte ich ja nach Hause, Videos gedroppt, hat mir gesagt, ich wollte mich verabschieden. Dann macht der Tim, nee, lass uns doch unbedingt dein Video anschauen. Dann können wir eine Live-Reaction machen. Ich so, nee, habe jetzt keine Zeit zu kommen. Genau so war es, nicht anders. Die Leute warten alle jetzt. Jetzt machen wir es einfach mal real talk-mäßig. Eine Live-Reaction mit der Twitch-Community
auf mein aktuelles Video. Nice. Also wir gucken uns das Video mal an. Live-Reaction. Also so geschieht es hier. Sehr spontane Aktionen immer wieder. Das war der Vlog, Leute. Es ist Donnerstag. Es ist gerade 22:30. Ich bin ziemlich platt. Das war aber wirklich mal so ein, sag ich mal, normaler Tag. Ja? Normaler Tag, wo ein Video gedroppt wird. Da ist man ein bisschen stressig hinten raus, habt ihr gesehen. Wissen wir Bescheid. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, du weißt Bescheid, wo du draufklicken sollst. Immer auf Abonnieren, das ist gut. Kommentieren, liken, dies, das. Leute, das war's. Ich bin raus, bin ziemlich platt. Ich fahre jetzt meinen Chef nach Hause und dann geht's ins Bettchen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Schönen Abend. Leute, es ist wie Spiegel. Man sieht's.